Hallo, herzlich willkommen. Jetzt sind wir bei dem zweiten Text. Wir sehen hier Sascha aus St. Petersburg, Russland. Jetzt wollen wir lesen, was Sascha über Deutschland sagt. Ich bin schon viel durch Europa gereist und war mindestens 5-mal in Deutschland. Berlin, Frankfurt, München, Nürnberg. Ich mag Bier und Würstchen und liebe es, in Deutschland einkaufen zu gehen. Es gibt große Unterschiede zwischen Deutschen und Russen. Vor allem tragen die Deutschen bequemere Kleidung. Russische Frauen versuchen immer, wie Models auszusehen. Außerdem sind Deutsche besonders höflich. Jetzt sollst du Wörter nachschlagen, die du schwierig findest. Hast du schon einige Wörter nachgeschlagen? Wir lesen jetzt den Text noch einmal. Also, Sascha aus St. Petersburg, Russland, sagt: Ich bin schon viel durch Europa gereist und war mindestens 5-mal in Deutschland. Berlin, Frankfurt, München, Nürnberg. Ich mag Bier und Würstchen und liebe es, in Deutschland einkaufen zu gehen. Es gibt große Unterschiede zwischen Deutschen und Russen. Vor allem tragen die Deutschen bequemere Kleidung. Russische Frauen versuchen immer, wie Models auszusehen. Außerdem sind Deutsche besonders höflich. Ah, wieder die Werbung. Wir brechen ab. Jetzt sollst du auch die Sachen aufschreiben, die Sascha sagt, typisch deutsch sind. Also bitte in deine Liste eintragen, die Sachen, die Sascha typisch deutsch findet.
Gut, ich hoffe, du hast schon einige Sachen aufgeschrieben. Jetzt geht es weiter. Text Nummer 3. Hier sehen wir Antonia aus Barcelona und Marisol aus Melilla, Spanien. Die beiden Frauen erzählen Folgendes. Deutschland ist so grün und saftig und hat schöne große Wälder. In unserer Heimat haben wir zwar weite Strände, aber es ist sehr heiß und trocken. Auch die kleinen, hübschen Fachwerkhäuser gefallen uns gut. Trotzdem würden wir nicht hier leben wollen. Dafür ist es einfach zu kalt. Die Menschen sind auch kühler. Ihr gebt euch in Deutschland zur Begrüßung die Hand. Bei uns wird jeder sofort umarmt und geküsst. Spanier sind einfach körperlicher. Hier gibt es bestimmt auch Wörter, die neu sind. Ich werde jetzt einige Wörter übersetzen. Bitte nicht vergessen, Notizen zu machen, also notieren. Deutschland hat schöne große Wälder. Wälder ist Plural. Und im Wörterbuch finden wir das Wort Wald. Der Wald ist Maskulinum und bedeutet Skog. So, Antonia und Marisol erwähnen, dass man in Deutschland große Wälder hat. Hier ist noch ein schwieriges Wort. Hübsch. Hübsch bedeutet Schmuck, schön, pen. Det går her på udseende. Og det, som Antonia og Marisol synes er pænt eller smukt, das sind die Fachwerkhäuser. Fachwerk nennen wir auf Dänisch Bindingsværk. Fachwerkhäuser sind also Bindingsværkshuse. In Deutschland, sagen Marisol und Antonia, sind die Menschen kühler. Kühl bedeutet köli. Und kühler bedeutet köligere. Det er altså anden grad af adjektiv. In Deutschland, sagen Antonia und Marisol, gibt man sich zur Begrüßung die Hand. Begrüßung, das bedeutet Hilsen. Bei uns wird jeder sofort umarmt und geküsst. Sofort. Dieses Wort bedeutet straks, mit der Samme. Umarmt bedeutet, dass man die Arme um jemanden legt. Das heißt, man krammer nun oder gier nun in Knus. Spanier sind einfach körperlicher. Körper bedeutet Kopf. Körperlich, also kropsli. Was sie hier meinen, ist so etwas wie physisch. Man hat physisch Kontakt.
Gut. Jetzt lesen wir den Text noch einmal. Und du sollst jetzt in deine Liste die Sachen eintragen, die typisch deutsch sind. Antonia aus Barcelona und Marisol aus Melilla, Spanien erzählen. Deutschland ist so grün und saftig und hat schöne große Wälder. In unserer Heimat haben wir zwar weite Strände, aber es ist sehr heiß und trocken. Auch die kleinen hübschen Fachwerkhäuser gefallen uns gut. Trotzdem würden wir nicht hier leben wollen. Dafür ist es einfach zu kalt. Die Menschen sind auch kühler. Ihr gebt euch in Deutschland zur Begrüßung die Hand? Bei uns wird jeder sofort umarmt und geküsst. Spanier sind einfach körperlicher. Hast du jetzt schon die Sachen aufgeschrieben, die typisch deutsch sind? Das hoffe ich. Jetzt geht's weiter zu dem vierten Text. Hier sehen wir zwei Personen, Paul und Leslie aus Sydney, Australien. Was sagen wohl Paul und Leslie über Deutschland? Die Deutschen sind wahnsinnig effizient und organisiert. Das ist völlig anders als bei uns in Australien. Wir haben extra ein wenig Deutsch gelernt, bevor wir herkamen. Aber die Deutschen scheinen gern Englisch zu reden. Deutsches Bier gibt's auch bei uns in Sydney, aber gestern haben wir eine Schweinshaxe gegessen, die unser Leben verändert hat. Also, was ist laut Paul und Leslie typisch deutsch? Wenn ich die Liste machen sollte, würde ich Folgendes aufschreiben. Die Deutschen sind wahnsinnig effizient und organisiert. Bitte notieren. Die Deutschen scheinen gern Englisch zu reden. Paul und Leslie sagen also, dass die Deutschen gern Englisch reden. Bitte notieren. Und dann erwähnen sie deutsches Essen. Man bekommt gutes Bier und eine Schweinshaxe. Schweinshaxe. Bitte notieren. Und jetzt, wenn das Video endet, kannst du die Wörter im Wörterbuch nachschlagen. Effizient, organisiert, Schweinshaxe. Bitte nachschlagen. Vielen Dank. Hast du schon einige Wörter nachgeschlagen? Wir lesen jetzt den Text noch einmal. Also, Sascha aus St. Petersburg, Russland,
sagt: Ich bin schon viel durch Europa gereist und war mindestens 5-mal in Deutschland. Berlin, Frankfurt, München, Nürnberg. Ich mag Bier und Würstchen und liebe es, in Deutschland einkaufen zu gehen. Es gibt große Unterschiede zwischen Deutschen und Russen. Vor allem tragen die Deutschen bequemere Kleidung. Russische Frauen versuchen immer, wie Models auszusehen. Außerdem sind Deutsche besonders höflich. Ah, wieder die Werbung. Wir brechen ab. Jetzt sollst du auch die Sachen aufschreiben, die Sascha sagt. Hallo, herzlich willkommen. Jetzt sind wir bei dem zweiten Text. Wir sehen hier Sascha aus St. Petersburg, Russland. Jetzt wollen wir lesen, was Sascha über Deutschland sagt. Ich bin schon viel durch Europa gereist und war mindestens 5-mal in Deutschland. Berlin, Frankfurt, München, Nürnberg. Ich mag Bier und Würstchen und liebe es, in Deutschland einkaufen zu gehen. Es gibt große Unterschiede zwischen Deutschen und Russen. Vor allem tragen die Deutschen bequemere Kleidung. Russische Frauen versuchen immer, wie Models auszusehen. Außerdem sind Deutsche besonders höflich. Jetzt sollst du Wörter nachschlagen, die du schwierig findest. Typisch deutsch sind. Also bitte in deine Liste eintragen die Sachen, die Sascha typisch deutsch findet.
Gut, ich hoffe, du hast schon einige Sachen aufgeschrieben. Jetzt geht es weiter. Text Nummer 3. Hier sehen wir Antonia aus Barcelona und Marisol aus Melilla, Spanien. Die beiden Frauen erzählen Folgendes. Deutschland ist so grün und saftig und hat schöne große Wälder. In unserer Heimat haben wir zwar weite Strände, aber es ist sehr heiß und trocken. Auch die kleinen, hübschen Fachwerkhäuser gefallen uns gut. Trotzdem würden wir nicht hier leben wollen. Dafür ist es einfach zu kalt. Die Menschen sind auch kühler. Ihr gebt euch in Deutschland zur Begrüßung die Hand. Bei uns wird jeder sofort umarmt und geküsst. Spanier sind einfach körperlicher. Hier gibt es bestimmt auch Wörter, die neu sind. Ich werde jetzt einige Wörter übersetzen. Bitte nicht vergessen, Notizen zu machen, also notieren. Deutschland hat schöne große Wälder. Wälder